Von 1965 bis 1973 machte ich meine Karel-Shows immer live und immer mit einem bestimmten Thema. Warenhaus, Flughafen. Und das Thema Campingplatz ergab sich als besonders ergiebig, weil ich als kleiner Junge sehr oft gezeltet hatte. Ich hatte auch Glück, dass ich für diese Show Ursula Herging bekommen konnte, die als Tante Uschi jeden Morgen mit den Campern Morgengymnastik machte. Und sie war so bei der Sache, dass sie plötzlich live im Fernsehen ihre Hose platzte. Ah. Und eins und zwei und eins und zwei und eins und zwei und eins. Schnauze! Guten Morgen, Tante Uschi. Guten Morgen. Kommst du jetzt erst nach Hause? Oder bist du schon auf? Nee, ich bin ein bisschen rumgepaddelt schon. Aha. Darf ich mal fragen, Tante Uschi? Fällt mir jeden Morgen auf. Ihr Mann macht nie mit Morgengymnastik? Ich hab gar keinen Mann. Haben keinen Mann? Na. Ich hab gelesen, dass alleinstehende Mädchen immer von Männern belästigt werden. Deswegen stelle ich nachts die Schuhe vors Zelt. Ah. Damit die Lüstlinge mich in Ruhe lassen. Ja, natürlich. Außerdem habe ich ja auch noch meinen Wachhund. Der ist doof. Ja. Freunde, es ist 7 Uhr. Aufstehen! Marsch, marsch! Zur Morgengymnastik! Aufstehen! Na, der ist schon wach, nicht? Kinderchen! Aufwachen! Darf ich vorstellen? Das ist meine Nichte und ihr Freund. Freut mich. Ich kann mal fragen, Nichte und Freund, nicht verheiratet und die dürfen trotzdem von Ihnen in einem Zelt schlafen? Glaubst du? Das ist das. Sehr gut. Morgengymnastik! Hat keinen Zweck, der steht nie auf. Zigarette erst nach der Morgengymnastik. So, das habe ich mal im Film gesehen. Nach 5 Minuten ist der knallwach. Aufstehen zur Morgengymnastik! Keine Lust. Ihr könnt auch weiter nichts als rauchen und saufen. Meinen Sie? Na nun, das kann er doch aber. Ja, das kann er aber doch noch gut. Ja, nur wenn er von der Wespe gestochen wird. Aufstehen, Morgengymnastik. Einen wunderschönen guten Morgen. Moment, da brauchen Sie nicht zu machen, das ist nämlich mein Zelt. So, und warum jagst du mich dann über den Steg, lässt dich von mir wecken? Naja, ich habe sie nur rübergeschickt, damit die Leute was zu lachen haben. Aha. Der ist schon wieder da. Na, was angebissen? Endlich Klamotte! So, jetzt stillgestanden. Oh. Sammeln zur Morgengymnastik. Der Hose kaputt. Gibt's doch nicht zu lachen, wenn die Hose aufgeht. Verbiete mir jedes Lachen. Stillgestanden. Jawohl. Ausrichten. Augen geradeaus. So. Und jetzt wollen wir es alle mal. Nein. Vorher erst mal einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen, Frau Feldwebel. Bisschen lasch. So, und jetzt wollen wir uns mal alle ein bisschen entspannen. Entspannen? Ja, wenn ich mich schuck, ich bin in der Kneipe. Ja. Nein, wie? Nicht in der Kneipe, hier. Nein, hier. Hier. Nein, hier. Du tust vor, die anderen machen nach. Vor, ich mach vor und so. Die anderen machen nach. Gut. Jetzt wollen wir uns alle ein bisschen locker machen, ja? Und auf der Stelle hüpfen. Hüpfen, oh ja. Vormachen, nachmachen. Aufwachen. Bauch rein. Hoch vom Boden, hoch!
Ja, so ist lecker. Stillstehen! Rühren! Und jetzt machen wir eine Übung für den Kreislauf. Und zwar das wunderschöne Armschwingen. Vormachen. Jawohl. Nachmachen. So, ist gut. Weg von der... Weg in die Luft. So, ah, Marie-Claude. Entschuldigen Sie bitte. Können Sie mir sagen, wo ich hier am besten baden kann? Baden? Ja. Aber natürlich, ich zeige es dir, Marie-Claude. Mal, Jungs, alles nachmachen, ja? Alles nachmachen, okay. Wenn Sie unter dem Wohnwagen durchschauen, da siehst du, da kann man schön baden. Und da gibt es hier, hier kann es noch besser sehen, da ist es ganz top. Und hier gibt es einen kleinen See, nur ist es ein bisschen voll da. Und ganz ruhig ist es da drüben. Da gibt es auch noch ein Schwimmbad da drüben. Aber ich würde sagen, bei diesen heißen Sonne ist es ein bisschen schlecht für deine Haut. Es gibt auch ein Wellenbad, ein ganz tolles Wellenbad gibt es. Das ist da drüben. Am besten, ich zeige dir eben, wo es ist. Ja, geh mal eben mit, dann zeige ich es dir. Jetzt ganz weit. Eine Bagage. Ich turne mir hier die Seele aus dem Leib. Ich bin jetzt mittendrin, ich kann nicht aufhören. Ich turne vor, Sie machen nach. Aufstehen. Arme hoch. Nach vorn, zur Seite, nach unten. Hoch, nach vorn, zur Seite, nach unten. Hoch, nach vorn, zur Seite, nach unten. Jetzt dasselbe mit den Beinen. Hoch. Nach vorn, zur Seite, unten. Hoch, nach vorn, zur Seite, unten. Na, mit Ihnen ist auch nichts los. Hallo. Es gibt bestimmte Sachen in meinen Shows, an die sich die Zuschauer nach Jahren noch erinnern können. So zum Beispiel werde ich heute noch angesprochen auf Schwester Renate, obwohl sie vor 15 Jahren in am laufenden Band war. Diese Nonne kam mit einem Mädchen aus dem Waisenhaus, was sie in Passau leitete und war eine der witzigsten Kandidatinnen, die wir je hatten. Schön war natürlich, dass wir noch jahrelang in Kontakt blieben und mein Besuch in ihrem Waisenhaus werde ich nie vergessen. Aber schauen Sie selbst mal, wie Schwester Renate in am laufenden Band agierte. Eine Erkenntnis war, die Tür geht zu und in diesem Moment, wenn die Tür zu ist, kriegen die beiden, genau wie Sie beiden, hier ein Glas Sekt Orange, mehr Orange als Sekt. So, und die beiden auch. Nun sind die etwa eine Minute da drin. Nun kennen Sie die beiden sehr gut. Ja. Eine Minute haben die das Gleiche, trinken was davon. Wenn die gleich rauskommen und das Glas mitbringen, wie viel glauben Sie noch? Ist bei Schwester Renate noch drin oder bei Ihrem Vater? Uff. Trinken Sie so viel raus, als Sie glauben, dass die trinken. Trinken Sie jetzt mal so viel raus. Ja, trinken Sie mal so viel raus, wie Sie glauben, dass sie trinkt. Und wer am nächsten dran ist nachher, kriegt einen Punkt. Glauben Sie, Ihr Vater trinkt nicht mehr? Sie glauben, Schwester Renate trinkt nicht mehr? Trinkt nicht mehr. Nicht mehr als das. Ihrem Vater? Ja, Moment. Ja? Er wird noch mehr. Noch mehr? Ja. Er trinkt noch mehr. Ich meine, er hat noch immer das Glas da, aber er hört nichts, er weiß nicht. Er weiß noch nicht mehr, dass er das Glas mitnehmen muss. Ja. So viel glauben Sie? Okay, Heinz sieht irgendein Zeichen von mir auf einem Monitor. Und jetzt Achtung, kommen die raus. Ich bitte Sie, die Gläser mitzunehmen. Kommen Sie bitte hier und Sie bitte da. Darf ich mal fragen, warum haben Sie so gemacht? Prost, haben Sie. Ja, aber Sie wissen noch nicht, warum es geht. Wir haben gesagt, wie viel werden die raustrinken? Und das ist... Sie haben noch zu viel getrunken, ja. Das finde ich erstaunlich, weil sie sagte, sie trinkt nicht viel daraus. Und hier ist es, aber, genau. So, Schwester Renate, Sie sind im Wintersport, 2000 Meter Höhe, Sie haben gegessen im Restaurant und getrunken, Sie wollen bezahlen und Sie merken plötzlich, dass Sie kein Geld bei sich haben. Wie reden Sie sich daraus? Also, bitte nehmen Sie Platz und fragen Sie um die Rechnung, ja? Bitte. Herr Ober, bitteschön. Jawohl. Darf ich die Rechnung haben? Aber selbstverständlich. Ja. Haben Sie gehabt ein Bier und ein Würstchen. Das macht zusammen 148 Mark und 50 Pfennig. Nur so viel.
Entschuldige. Ach, das ist ja für mich eine Kleinigkeit, die ist zu bezahlen. Ach, wo habe ich jetzt meine Tasche? Sie meinen die Kleinigkeit? Die Kleinigkeit, ja. Aber ich glaube, schauen Sie mich an. Ja. Ich bin, glaube ich, so glaubwürdig, dass ich das Geld von Sie. Ja, darf ich? Ja, Schwester, ich meine, ich bin auch katholisch. Ja. Aber wissen Sie, es ist im Namen Gottes. 148 Mark und 50 Pfennig, ja? Bar in der Hand. Aber ein Vergeltsgott ist mehr wert. Ja, wissen Sie. Ja, wissen Sie, es ist Folgendes, aber... Ich bete für Sie. Ja, aber... In meiner Sendung am laufenden Band von 1973 bis 1979 ging es hauptsächlich darum, zu zeigen, wie kreativ unsere Kandidaten in Sachen Humor waren. Trotzdem versuchte ich auch, richtige Komiker in meine Show zu bekommen. Am liebsten die, die auch etwas mit mir machten. Dann schauen Sie mal, was nicht so sehr Rod Hull, sondern sein Emu mit mir macht. Guten Abend. Jedenfalls habe ich hier. Guten Abend. Ja. In jedem Fall habe ich hier zum Beispiel etwas, was ich noch nicht weiß, ob ich eigentlich diesen Witz erzählen werde. Ob ich diesen Witz erzählen werde gleich, denn ich habe da... No, give it back. Yeah, fetch Rudy. Stop here a minute. Give it back. There. Oh. All right. Ja, da fehlt noch ein Stück, gerade wo der Text drauf ist. Ja, yes. Give us, it. Can't be a minute. Give us it. Sorry. Kann ich noch mehr haben? Some more? Ja. Give us. Ja, nur weil ich da hinschmeiße, braucht ihr das doch nicht zu machen. I'm sorry. Ich glaube, der mag mich nicht. Yeah, yeah. Sag mal hier, ess mal was. Sag mal ruhig, hier, ess mal was. Emu, sir. Yes. Ess mal was. Stop. Don't. Stop. Sorry. Sorry. Stop. Stop it! Don't. Ich glaube. He's very good friends. Nein, yeah. Ich glaube, er mag mich nicht. Nein, if you stroke him, look, I'll show you. Ich soll streichen. Look, yeah? See, look. Yeah, now, Rudy. Soll ich streichen, ja? Yes. Come on. Ja, come on. Nee, come on. Ja, 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 ja. Ja, ja, das mag ik. Dat mag ik. Nee, ik moet toch staan. Nee. Nein, nicht tun, nicht tun. Was? Das Streicher, ja? Ja, ja. Ah, ja. He likes you. Ja, jetzt mache ich wieder. Ah! Oh, Alter! There. So. Don't. All right. Do tricks, you know. Kann ich auch was Besonderes machen, ja? Yes,
Skipping, Seilspringen. Seilspringen, kann ich das? Ja? Kann ich mal ein Seil haben, bitte? Oh, wie das ist das? Ein schwieriger Trick. Ja? Yeah, I'll show you how to do it. Now, you have to pad the rope. Yeah? Is it good rope? Yeah, it's good rope. Stop it! Not me. Could you get the rope in a straight line? Ich leg das gerade am Boden, ja? Yeah. Okay. It's a very difficult trick, because what he's going to do here is actually dive into the rope, I say go. He's going to dive up into the air like this. And before you... Vor ein paar Wochen trat Frank Sinatra auf in der Münchner Olympiahalle. Und 11.000 Zuschauer waren nicht nur begeistert von seinem Gesang, nein, seine Persönlichkeit beeindruckte die Zuschauer bis in die letzten Reihen. Dabei brachte er wenig Hilfsmittel. Nur wenn er ein Lied singt mit einem Glas in der einen und einer Zigarette in der anderen Hand, dann geschieht das nicht zufällig. Da ist genau festgelegt auf der Musik, wo er einen Schluck nimmt oder wo er an der Zigarette zieht. Und viele junge Sänger wollen es genauso machen wie Frank Sinatra, aber es ist unheimlich schwierig. Mein vor einem Jahr gestorbener Kollege Dickie Henderson machte mal eine Parodie auf so einen jungen Sänger. Ja. Schauen Sie mal, bei dem Lied One for my baby and one more for the road. Was brauchst du dafür, Dickie? Sinatra Hat. Ein Hut, ja. Tinkling Piano. Tinkling Piano, auch da. Bitte. Hi, Joe. It's 2:45. There's no one in the place except you and me. So set 'em up, Joe. I got a little story you ought to know. We're drinking, my friend, to the end of a brief episode. Make it one for my baby. One more. I got the routine. Stick another nickel in the machine. I'm feeling so bad. Won't you make the music dreamy and sad? Could tell you a lot, but you have got to be true to your code. So make it one for my baby. One more. You gotta lie, Joe. Well, Joe, I know you're getting anxious to close. And thanks for the cheer. Hope you didn't mind me bending your ear. This talk gotta be drowned, or it soon might explode. So make it whoops for my and one more. For the road. Holy mackerel. Got a match, Joe. This torch that I found has got to be drowned, or it soon might explode. So be you, baby. I want to for the road. I said the long. Oh, sorry. Scooby-Dooby-Doo.
Als ich nach Deutschland kam, versuchte ich meine Shows so optisch wie möglich zu machen, weil ich Probleme mit der Sprache hatte. Deshalb konnte ich auch nicht lachen über Heinz Erhardt. Mein Schuldeutsch reichte nicht aus, seine Wortspielereien zu verstehen. Aber nach ein paar Jahren wurde ich auch ein Heinz Erhardt-Fan und war überglücklich, als er zusagte, in meiner Show aufzutreten. Er machte die Tür von der Garderobe auf und sagte, guten Tag, was soll ich machen? Ich sagte, singen. Daraufhin machte die Tür wieder zu, ich hörte noch auf Wiedersehen, ich rannte hinter ihn her und kurz vor seinem Wagen hatte ich ihn überzeugt. Schauen Sie selbst mal. So, meine Damen und Herren, wir können auch ein paar Spielchen machen, nicht so, oder ein Quiz machen. Ja. Ich würde erstmal anfangen mit einem kleinen Quiz. Kleinen Quiz, ja. Und ich habe einen ganz neuen Quiz, sicher für den Samstagabend, einen herrlichen Quiz. Wer weiß die meiste Titel, das heißt Titel, ja, Lieder, über ein bestimmtes Thema. Zum Beispiel, ich weiß 40 verschiedene Lieder über Sonne. Und jemand anders, andere Kandidat, weiß viele Lieder über Regen zum Beispiel. So, ich zing Sonnenlieder und der andere zingt Regen. Wer weiß die meiste Lieder über ein bestimmtes Thema? Ich zing dan Sonnenlieder, wer möchte als Kandidat zum Beispiel Regenlieder singen? Wer möchte dat machen? Dan zie je vielleicht. Oder de Bratvater. Bratvater. Ja. Jetzt sing ich dann wieder ein Sonnenlied. Ja? Sonnenlied, ja. Ein Sonnenlied. Ja, immer wieder geht die Sonne auf. Ja, wieder bringt der Tag ein neues Licht. Jetzt sing wieder ein Regenlied. Jetzt sing wieder ein Regenlied. Regentropfen an mein Fenster klopfen. So, jetzt sing ich wieder ein Sonnenlied. Jetzt sing ich wieder ein Sonnenlied. Ja, Sonnenlied. Ja. Im Sommer scheint Sonne, im Winter, da schneit's in der Schweiz, in der Schweiz, in der Schweiz. Jetzt sing wieder ein Regenlied. Ja, ja, gleich schon. Sing wieder ein Regenlied, ja. Unterm Regenschirm am Abend häkelt man sich erstens gerne ein. Unterm Regenschirm am Arsch. So, ja. Das finden Sie komisch, wie? Sauer, ich bin ganz sauer, hören Sie mal. Sie können doch Spaß vertragen. Spaß, ich hab sogar Humor, ich hab sogar trockenen Humor, aber nicht in der nassen Hose. Regnet auf Raten hier. Ich hatte in meinen Shows viele Weltstars und war immer wieder erstaunt, wie kooperativ sie waren. Leute wie Harry Belafonte, Kojak, Terence Hill, Bud Spencer, Roger Moore und so weiter. Dufte Typen. Nur mit einem hatte ich große Probleme, und zwar mit Jerry Lewis. Selten bin ich jemand begegnet, der so viel Komplexer hatte wie er. Er wollte auch in der Show nicht ein oder zwei Sätze mit mir reden und sagte dem Regisseur, meine Nummer dauert 9 Minuten. Nach 4 Minuten war er verschwunden. Aber für Jerry Lewis-Liebhaber noch einmal den Mann, der dafür sorgte, dass Dean Martin Alkoholiker wurde.